Der Besuch aus dem Nahen Osten, lang geplant. Das Hauptthema? Unerwartet brisant. Beim Treffen mit dem Kronprinzen von Bahrain wollte die Presse von US-Präsident Trump nur eins wissen. Steht ein Militärschlag gegen den Iran bevor? Die Vereinigten Staaten sind besser auf einen Konflikt vorbereitet als jedes andere Land in der Geschichte. Ob ich Krieg will? Nein, ich will mit niemandem einen Krieg. Diese von der US-Regierung veröffentlichten Satellitenbilder sollen die Zerstörung an den staatlichen saudischen Ölanlagen zeigen und dokumentieren, dass es sich um einen besonders ausgefeilten Angriff handelte, mit Drohnen und womöglich Marschflugkörpern. Zu kompliziert für die Houthi-Rebellen aus dem benachbarten Jemen, die diese Attacke ausgeführt haben wollen. Die Saudis sehen die Verantwortung stattdessen beim Iran. Diese Waffen sind iranische Waffen. Erste Erkenntnisse zeigen, dass die terroristische Attacke nicht von jemenitischem Gebiet ausging, wie die Houthi-Miliz behauptet. Auch US-Regierungsvertreter beschuldigen offen den Iran. Einschlägige Beweise legten beide Seiten bislang nicht vor. US-Präsident Trump drohte dem Verantwortlichen per Tweet mit einem Vergeltungsschlag. Wir haben Anlass zu glauben, dass wir den Täter kennen und warten mit geladener Waffe auf die Bestätigung. Bloßes Säbelrasseln oder Auftakt zur Eskalation? Präsident Trump wollte keine neuen Militärkonflikte beginnen und muss doch sein Gesicht wahren. Der Präsident muss jetzt schwere Entscheidungen treffen. Seine politische Basis wird gespalten sein über die Frage, ob es eine direkte militärische Antwort geben muss oder ob die USA lieber andere Länder in der Region unterstützen, die dann auf diese Attacken reagieren. Zweifellos verhärten sich die Fronten. Der beschuldigte iranische Präsident trifft in Ankara seinen russischen Verbündeten Putin und rechtfertigt den Kampf der Houthi gegen Saudi-Arabien. Das jemenitische Volk übt sein legitimes Verteidigungsrecht aus. Diese Attacken sind wechselseitig und müssen beendet werden. Die Lösung für den Jemen muss eine politische sein. Im Weißen Haus dürfte gerade heftig um den Kurs gerungen werden. Kommunikation oder doch Konfrontation.